Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Stranded Deep. Ich fange mal direkt an, das Spiel zu starten und dann sage ich dann was darüber. Es handelt sich hier um eine Insel, ein Robinson Crusoe Survival. Das trifft es eigentlich am besten. So, wir starten hier in einem exzellenten Linienflieger. Na, besser, Business Class ist das hier. Das ist wahrscheinlich mein privater Learjet oder sowas, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle deutlich besser ausgestattet als das Flugzeug in The Forest, falls hier jemand Parallelen sieht. Und zwar sind wir hier zwischen Südamerika und Australien und ich vermute, dass wir bald abstürzen werden, weil ihr merkt die Turbulenzen, es rumpelt. Und das hier ist so ein Mini-Tutorial, wie man sich Sachen craften kann. So, wir haben hier einen Martini, fängt ja schon mal edel an, ne? Linke Maustaste gedrückt halten, craft. So, dann haben wir den. Dann kann ich mit Tab mein Inventar öffnen. Ich habe ein Feuerzeug. Da steht, it will probably last forever. Also es wird hoffentlich ewig halten. Das wäre natürlich ganz cool, wenn ich dauernd Feuer habe. Dann machen wir den an. Weil der muss natürlich flambiert werden. Und dann können wir den trinken. Hier kommen wir leider nicht rein zu den Piloten. So, und so, das war so die Erklärung des Crafting-Mechanismus ist und ich soll mich jetzt wieder auf meinen Platz begeben wegen der Turbulenzen. Das werden wir mal tun. Und dann nimmt das Unglück auch schon seinen Lauf. Dann lasse ich es jetzt mal dabei, weil jetzt wird's laut. Ich habe das natürlich schon gesehen. Ich war so frei und habe das mal eben ein paar Minuten nur angespielt. Bis ich mich frage, ob ich auf einen Bug gestoßen bin oder ob das so ist. Und wenn mir das gleich wieder passiert, dann weiß ich, dass ich damit leben muss. So, ja, abgestürzt, sieht schlimm aus. Was haben wir hier überhaupt für eine Fluggesellschaft? Wo sollte man nicht mitfliegen? Mit Flinia Airline sollte man nicht unbedingt fliegen. Rettungsinsel ist schon mal ganz gut. Und jetzt müssen wir nur noch sehen, wie das wir von dieser Turbine wegkommen. Weil sonst wird es ganz schwierig. Ja, sorry, ich habe das eben schon zweimal gesehen, das Intro. So, und ich kann das dann auch nicht so stellen, als hätte ich es noch nicht gesehen. Das geht nicht. So. Wir sind, wie gesagt, gestrandet. Darum geht's jetzt. Jetzt kehrt hier auch Ruhe ein. Wir sitzen hier auf unserer Rettungsinsel. Und das komplette Gebiet ist zufällig generiert. Das ist jedes Mal anders. Die Insel sieht zum Beispiel gerade besser aus, als die ich jetzt vorhin hatte. Aber mal gucken, die ist kleiner. Mal schauen. Ich hatte, ja, keine Ahnung. Jede Insel ist anders. Wir wissen aber, dass da eine ist und dass da eine ist. Das ist schon mal ganz gut. Paddel nehmen wir mal auf. Und das mit dem Paddeln ist ein bisschen komisch. Also man paddelt ja durchs Boot durch und das verhält sich auch nicht so, wie sich ein richtiges Paddel verhalten würde. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich hoffe, dass sie bei anderen Sachen aber Realismus realistischer bleiben, weil sie großen Wert darauf gelegt haben, die Entwickler, dass sie hier einen großen Anteil an Realismus haben. Und da bin ich mal gespannt. Okay, ist schwierig, dass ich mit dem Paddel so weit hochkomme, aber ey, da kann ich jetzt mit leben. Und ja, das ist unser neues Zuhause. Dieses hier oder das da hinten oder das da. Und es ist ein Survival, wo wir einfach der Natur ausgeliefert sind. Wir haben ja schon mal einen Knüppel, das ist schon mal gut. Was haben wir noch? Ein Messer, eine Wasserflasche und verdammt, das Messer hat eine Haltbarkeit. Tatsache. Mir ist nämlich eben das Messer kaputt gegangen und deshalb dachte ich mir, ey, es muss entweder ein Bug sein oder nicht. Nee, es hat eine Haltbarkeit. Scheiße. Okay. Ach, also ich habe in kein Wiki geguckt. So, ich weiß, dass der liebe Minias das auch schon aufgenommen hat, als angezockt. Und ich möchte aber ein Let's Play draus machen, weil ich glaube, das gibt es wahrscheinlich erstmal her. Hoffe ich, wird sich dann zeigen. Ich sammle jetzt erstmal alles ein hier. Ja, das ist eine Palme, die ich fällen kann. Das weiß ich. Hier gibt es sehr viele Büsche.
Es knistert auch so schön, wenn man durchgeht. Die andere Insel war praktischer, aber okay. Man kann sich das nicht aussuchen. Und Seesterne. Nee, kann ich nichts mitmachen. Auch nicht. Aber das Wasser sieht toll aus, ne? Also hier selbst mit diesen leicht regigen, bogenartigen und den Sonnenstrahlen, das ist so, boah, das ist Wahnsinn. Das sieht richtig cool aus. Was ist das denn hier? Ist das einfach ein Stein? So, und wir können natürlich auch tauchen und schwimmen. Aber man muss aufpassen, weil es gibt auch eine Saline. Hallo? Man kann... Kann ich die nicht aufnehmen mit E? Nein. Okay, schwierig. Ich sollte mal wieder zurück. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich Luft holen kann. Aber das Schwimmen sah jetzt eben schon etwas hilfloser aus, ne? Was ich da hingelegt habe. Bin mir nicht sicher, ob das nicht schon an die Luft ging. Mein Messer hat sich noch nicht verbraucht. Das ist schon mal ganz gut. Ja, also es ist Wahnsinns... Grafik, also nicht viel, ne? Naja, aber, also weiß viel Wasser, aber nee, sieht toll aus. Und ich bin gespannt, wie mir ein Survival gefällt, wo keine, also wo nur natürliche Gegner drin sind. Das ist auf jeden Fall mal was anderes. Ne, das kann ich nicht kaputt machen. Ah, eine Kartoffelpflanze, die kann ich hier kaputt machen und dann kann ich, habe ich hier drei Kartoffeln. Das heißt, ich habe... Ja, erstmal drei Kartoffeln zum Essen wenigstens. Das ist schon mal besser als nichts. Und dann gibt es hier Krebse. Und wenn ich den einmal gepickt habe, dann ist der tot und dann kann ich ihn aufnehmen. Und dann merkt man schon, mein Messer verliert doch durchaus an Haltbarkeit. Und dann nehme ich doch lieber mal den größeren Krebs, weil ich nicht weiß, ob das einen Unterschied macht. So, und dann haben wir hier diese Palmen. Und die kann man fällen. Das weiß ich. Und nachdem ich das gemacht habe, war mein Messer quasi im Arsch. Und das ist nicht gut. Deshalb muss ich mal gucken, wie ich jetzt deshalb will ich mal gucken, wie ich vorgehe. Also ich habe mir kein Infovideo angeschaut vorher. Und wie gesagt, auch nicht das von Minias. Weil der hat sich garantiert vorher schlau gemacht. Aber hey, ich habe so viele Survivals gemacht. Da werde ich doch wohl so ein Insel-Survival mal irgendwie einen Tag durchhalten. Mangrovenbäume hier. Das denke ich mir. Und warum soll man da nicht einfach mal blind an die Sache rangehen? Könnte sich aber als mal schwierig erweisen. Ich will mal gucken. Wir nehmen mal diesen Stock auf. Und jetzt droppe ich den mal mit Q. Weil ich meine nämlich, dass man zum Craften immer alles auf dem... Das habe ich gelesen, man muss zum Craften immer alles auf den Boden packen. So. Ups. Nee, ich kann mit dem Stein nicht da drauf schlagen. Das ist schon mal schwierig. Ich kann auch mit dem Stein nicht da drauf schlagen. Okay, wir haben eine Uhr. Wir haben den 16. Februar, haben 0 Tage überlebt, 108 Grad Fahrenheit. Celsius-Anzeige wäre ganz cool. Wir haben einen leichten Schrammer, Kratzer an der Hand. BP, ja, BP finde ich cool, dass die keine eigene Werbung machen, sondern BP. BP ist eine coole Uhr. F war das. Ich gucke nochmal in die... schwierig, ich komme von hier aus nicht in die Optionen rein. Okay, Tastenbelehrung, R, T, G, F. Ich kann mich ducken. Und sonst kann ich nicht viel machen. Also ich kann Sachen droppen. Wie. Okay, dann droppe ich es aber wirklich weit weg, muss ich sagen. Ich habe jetzt überlegt, ob ich. Ich will mal was versuchen. Ich droppe den Stein hier mal, schnappe mir jetzt das Messer und guck mal nach, ob ich auf diesen Stein einhauen kann. Ah, guck mal. Rockshard. Weil dieses Messer, das ist überlebenswichtig für mich. Und das darf ich nicht nochmal machen, den Fehler. Ja, gucken wir mal. Wir haben hier einen Stock. Den droppen wir mal. Und dann über den.
Joystick. Rechte Maustaste. Also mit der rechten Maustaste kann ich so Sachen hin und her schieben, wenn sie am Boden liegen. Nee, okay. Wollen wir mal gucken, was wir damit machen können. Ich bräuchte ja auch noch ein Seil. Erstmal will ich mal gucken, ob ich die Palme damit fällen kann. Oh ja, das geht gut. Das habe ich nämlich mit dem Messer gemacht. Und ihr könnt hier unten richtig sehen, wie sich die Rinde hier abhebt. Finde ich richtig cool. Und ich stelle mich mal auf die andere Seite. Oh, ich kann eine Palme raufgehen? Oh, schwierig. Fälle ich die jetzt weiter oder kann ich hier oben die... Wie komme ich denn wieder runter? Okay, mit... Okay, das sieht nur optisch ein bisschen schwierig aus. Okay. Mensch, das wusste ich gar nicht. Das finde ich cool, wenn man sowas dann live zufällig rausfindet. Ja, wir wollen nochmal eben die Palme zerlegen hier. Und das Einzige, was ich weiß, ist, man soll echt ein Problem haben. Hier, Kokosnüsse. Oh, kann ich nicht aufnehmen. Schwierig. Irgendwas muss ich mal eben weglegen. Irgendwas, was nicht weglaufen kann. Das dürfte der Stein sein. Die Krabben behalte ich mal lieber in der Tasche. So. Weil Kokosnüsse sind wichtig. Das ist ja reines Essen für mich. Waren da jetzt nur zwei dran? Nicht mehr. Oder sind ein paar weggerollt? Habe ich jetzt nicht gesehen. Schade. Achso, das ist die Kartoffel, genau. So, und jetzt haben wir hier die Palme liegen und jetzt haben wir hier einen Trunk. Und das müssen wir auch nochmal auseinandernehmen. Und dann kriegen wir einzelne Loks da draus. Und das kann ein bisschen dauern, glaube ich. Bin mir nicht so sicher, wie lange das dauert. Mit dem Messer ging das. Ach komm, das geht. So, und jetzt können wir den Lok nehmen und auch hier hinpacken. Ich rette das erstmal ins Trockene. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es hier Ebbe und Flut gibt oder nicht. Im Atlantik? Ah, doch. Also Ebbe und Flut, klar. Müsste man eigentlich immer... Was ist überhaupt von außen? Pazifik ist das, ne? Ja. Jo, ja, das Spiel selber ist von, kann ich mal was drüber erzählen, das Minimale, was ich weiß, ist von zwei Entwicklern nur programmiert. Der Name Beam setzt sich auch aus dem Namen der beiden Entwickler zusammen. Ich persönlich bin ja ein wenig enttäuscht von den beiden Jungs. Ich will denen einfach mal zugute halten, dass sie vielleicht tausende von Anfragen hatten. Ich hatte die ja angemeldet. Ob sie irgendwie mir einen PR-Key irgendwie geben könnten und so und, Palmwedel, das ist ja gut, okay, kann ich auch nicht mehr aufnehmen, Palmwedel, gut, jetzt brauchen wir wohl noch eine Palme, ne, ich würde sagen, dann nehmen wir doch mal die lange hier, oder nehmen wir mal gucken, wo können wir uns taktisch klug denn hier, man sollte ja sein Haus immer möglichst weit oben bauen, ne. Und das wäre ja hier. Oder hier. Nee, hier ist so eine schöne flache Stelle, würde ich sagen. Aber hier ist Schatten. Wir nehmen hier. Da nehmen wir das. Genau, da bauen wir sie hin. Unseren Unterschlupf. Ja, wie gesagt, hatte die angeschrieben. Und das ist ja okay, man kann ja nicht erwarten, dass man immer irgendwelche Spiele umsonst kriegt oder sowas. Ne? Vor allen Dingen nicht in meiner Größe. Und aber ich habe gar keine Reaktion bekommen. Und ich habe zwei Mails hingeschickt, also auf die, einmal über die Webseite und das fand ich nicht gut. Also ich habe es dann lieber, ich mag es nicht, wenn man mich ignoriert. Ich habe dann lieber ein freundliches, nee, komm, hey, verpiss dich, kriegst nix. Also gerne auch in dem Tonfall. Das ist dann wenigstens eine Antwort, mit der ich arbeiten kann. Ist ja auch absolut in Ordnung. Aber so gar nichts finde ich halt doof und war ich dann echt im Überlegen, weil sie haben auch noch kein Forum. Auf Steam steht, dass sie eventuell mal sowas wie ein Forum machen werden, dass sie irgendwie auch nicht so richtig
sie wollen auch keinen Zeitplan veröffentlichen, wann sie was rausbringen in dem Spiel. So stand es, glaube ich, drin, wenn ich es nicht falsch verstanden habe. So in der Kombination damit, dass man Mail-Anfrage komplett ignoriert. Ich kenne das bei Indie-Programmierern eigentlich eher so, dass sie sagen, ey Mensch, finde ich toll, super und klar, kannst du kriegen und wir finden ja schön, wenn sich jemand dafür interessiert. Und naja, wie gesagt, gar keine, naja. So, egal, ich habe es mir jetzt gekauft. Auf die 15 Euro, das gibt es für 15 Euro bei Steam, soll es mir nun wirklich nicht ankommen. Und ich war halt überlegen, ob ich das mache oder nicht. Weil ich nicht weiß, was davon zu halten ist, wenn die sich gar nicht melden. Aber gut, vielleicht haben die einfach recht. Wenn das wirklich nur zwei Leute sind, dann haben die vielleicht auch gerade genug um die Ohren. Und da muss man dann mal irgendwie ein Auge zudrücken. Außerdem will ich es ja spielen. Und ja, hier, das gab doch mal richtig... so, dann müssen wir mal gucken. Das gab ja richtig mal Holz her. Ja, wie gesagt, ich habe in kein Wiki geschaut. Ich habe nur irgendwo gelesen, in den Kommentaren, glaube ich, bei Steam, dass das Crafting-System soweit ganz interessant sein soll, weil man auch mal Sachen ausprobieren muss oder man muss halt wohl selber auf Dinge kommen. Also hier gibt es ja jetzt, glaube ich, keine Bauanleitung, wie mache ich mir einen Unterschlupf. Bin mir nicht sicher. Ich habe in einem anderen Video allerdings schon gesehen, dass das dann so ein bisschen Forest-Optik optisch aussieht. Ich will das auf gar keinen Fall mit The Forest vergleichen. Also, das, solange das Spiel eine Speicherfunktion hat, vergleiche ich das auch nicht mit The Forest. Weiß ich nicht, finde ich schon schwierig. Die Sonne geht langsam unter. Ich glaube, wir werden hier phänomenale Sonnenuntergänge erleben. Da gehe ich ganz stark von aus. Da muss ich gleich noch einen Screenshot machen. So, jetzt haben wir wieder die Palmwedel, die ich nicht aufnehmen kann. Alles klar. Kann ich die denn alle mitnehmen? Ach, wenn die näher zusammenliegen, kann ich auch mehrere mitnehmen, oder wie? Ah, sieht so... Nee, doch einzeln, was? Okay. Wo ist denn die Sonne jetzt? Ach, da hinten ist die... Oh, die ist ja mal milchig da. Sieht aber cool aus, muss ich sagen. Hier mit den Mangroven... Richtig nett. Könnte man mal hier ein schönes Bild hinkriegen, dass die Sonne mit drauf ist? Genau, so. Ja, mal gucken, ob mir das so gefällt oder... So ist das schon hier. Ich brauche noch ein Thumbnail, da brauche ich definitiv. So, genau. Mit dem Busch auf der Seite. Es ist schwierig heutzutage ein anständiges Foto hinzukriegen. Das ist doch lauschig. Das ist ein schönes mit dem Licht dadurch. Oh, der Busch macht mich wuschig, wenn er die ganze Nacht überraschelt. Da will ich hier auch nicht schlafen. So. Wo ist denn jetzt mein Krams? Wo bin ich denn ganz hingelaufen? Ach, hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Da habe ich mich noch nicht schlau gemacht. Also ich kann die Lok so aufnehmen. Ich kann das Lok nicht in die Tasche nehmen. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich keinen Taschenplatz mehr habe. Sondern ich kann es einfach nicht. Wie würde man da jetzt am dürsten vorgehen? Okay, der Lok bleibt da auf alle Fälle dran hängen. Schwierig. Okay, wir haben ja ein Physiksystem. Ach du Scheiße, jetzt wird's dunkel. Ich würde ganz gerne diese Astgabel dann missbrauchen. Wie baue ich denn mir am cleversten meine Hütte? Da habe ich mich ja noch nie damit beschäftigen können müssen. Ich müsste doch einfach hier den Lok gegen die Astgabel auch lenken können. Das muss doch... das stellt mich geradezu dämlich an, ne? Fällt physikalisch korrekt? Nee. Bleibt jetzt einfach so hängen. Das ist auch okay. So müsste der hier liegen. So, und dann packt man noch die Palmwedel drauf. Okay, schwierig. Dann pass auf, wir machen das einfach mal so. Ich heb den mal an und versuche ihn mal gegen diesen Baum zu lehnen. Bin ich mal echt gespannt, ob andere da auch solche Probleme mit haben oder ob das jetzt an mir liegt. Ich finde das nicht einfach.
Das ist echt nicht einfach, das so hinzukriegen. Das ist zu steil. Okay, das passt ja. So, den dahin und dann machen wir. Jetzt hoffe ich nicht, dass ich mir den wieder runterziehe. Oh, da braucht man ja handwerkliches Geschick hier, Mensch. Ich bin doch Büromensch. Das ist ja schwierig. So, okay. Das passt mir noch nicht ganz. Nein! Oh, schwierig, echt. Und jetzt wird es auch schon dunkel und da wird es auch bestimmt kalt. Da gehe ich mal stark von aus, dass es dann auch kalt wird. Das Feintuning habe ich noch nicht raus. Aber es tut mir jetzt gerade leid, dass ich mich hier ein bisschen komisch anstelle. Ich glaube, ich muss euch mal eben das Gamma heller drehen. Das mache ich mal eben. Ich bin mir nicht sicher, wie viel ihr jetzt noch sehen könnt. Eigenschaften. So. Okay, da sind wir wieder. Nein, ich will es nicht weiter kaputt machen. Weil weiter kaputt machen kann ich es, glaube ich, eh nicht, oder? Kann ich das? Ich versuche das mal. Ich schlage jetzt mal auf das Lock ein. Solange ich draufschlagen kann, würde ich sagen, kann ich es auch noch weiter kaputt machen, ne? Der Stein hat wenigstens keine Haltbarkeit. Und solange ich mein Messer dafür nicht benutzen muss. Ah, okay. Was macht man jetzt damit? Erstmal machen wir ein Feuer. Okay, das machen wir nochmal. Dann legen wir da mal einen Stick so hin. Legen wir mal einen Stick so hin. Dann können wir ja die erste Nacht hier ruhig draußen bleiben. Das wird ja wohl noch funktionieren. Ich hoffe nicht, dass die anliegenden Büsche irgendwie Feuer fangen. Aber das ist schon schwierig hier, muss ich sagen. Ja, der muss weg, der Lock. Echt, muss man alles selbst machen. Da muss ich aber sehen, dass ich möglichst bald mal hier geschickter werde. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch gut, wenn man das echt. Ich finde es besser, wenn man es selbst ausprobiert. Obwohl, ich finde die Steuerung gerade wirklich schwierig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die finde ich echt schwierig. Mit dem Hochnehmen und ist aber auch schwierig umzusetzen. Aber ist interessant. Okay, wir werden noch mal versuchen, ob ich hier irgendwie jetzt ein Feuer machen kann, wenn ich mir noch so ein Palmwedel darauf lege. Die sind ja eigentlich dafür da, für die Nacht, um mich vor Wind und Wetter zu schützen, weil es gibt hier bestimmt auch Regen und Wirbelstürme und alles. Und dann hole ich mir eine Erkältung. Aber ich glaube, ich brauche jetzt auch erstmal ein Feuer. Ich will mal versuchen, ob ich das anzünden kann. Palmfond kann ich anzünden? Nee. Ich kriege kein Feuer damit hin. Okay, das ist schwierig. Okay, ja, dann würde ich einfach sagen, ich würde mich freuen, wenn ich würde jetzt das an dieser Stelle mal beenden. Ich überlege mir dann mal, wie ich hier. Chemikat oben. Ich überlege mir dann mal, wie ich hier einen Unterschlupf mir bauen kann oder Feuer machen kann. Das sieht nicht so aus, als könnte ich den weiter auseinandernehmen. Aber das habe ich beim Lock auch gedacht, ne? Aber ich höre kein Geräusch. Nein, das wird nicht gehen. Ja, okay, da sollte ich mich mal mit auseinandersetzen. Das ist jetzt für mich schwierig. Also, ich denke mir, das ist lebenswichtig, dass ich hier eine Unterkunft finde. Und ist hier irgendwas angespült worden? Nein, im Dunkeln gehe ich nicht ins Wasser. Vielleicht sehen wir hier ein Hai schwimmen. Aber jetzt gerade sieht das hier alles ganz gut aus. Ja, ich weiß nicht, schreibt mir nochmal, was ihr davon haltet. Ich finde die Idee eines Insel-Survivals so ohne, also mit realistischer Grafik und realistischen Crafting-Bedingungen eigentlich ganz gut. Ach, Jucca, habe ich gar nicht gesehen. Alles klar. Das wird mir doch wahrscheinlich helfen, oder? Ja, haha, Lashing, hier. Sowas brauche ich. Ich dachte mir doch, ich brauche doch irgendwo noch
Bandmaterial. Okay, ich denke mir mal, damit kommen wir jetzt auf jeden Fall weiter. Dann, da geht auch was mit. Das probieren wir doch mal in der nächsten Folge aus, würde ich sagen. Okay. Obwohl, komm, wollen wir mal eben ganz kurz gucken, ob ich muss mal eben. So, ich nehme das mal eben weg. Dann droppe ich mal eben die beiden Kokosnüsse. Bleibst du wohl hier? Schwierig. Die darf ja nicht ins Wasser rollen. Die ist für mich wichtig. Könnten sie da bleiben? Danke. Ach ja. Beschränkter Taschenplatz. Komm, pass auf. Das machen wir noch. Wir haben hier jetzt das Lashing. Dann haben wir hier ein Log. Dann mache ich mal einen Linksklick oder einen Rechtsklick. Na, nee, das geht so nicht. Kann ich darauf einen Linksklick oder einen Rechtsklick machen? F, E. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Ah, hey, da gibt's aber. Hier gibt's so ein Mip, Mip, Mip. Und da macht's keins. Okay. Dann nehmen wir doch mal so einen Stick. Packen den hier über das Lock. So. Und versuchen es nochmal. Oh, ich würde sagen, von der Idee her ist es aber so nicht falsch, ne? Hm. Okay, vielleicht muss ich mir da doch mal was angucken. Ich weiß es nicht. Ich kriege vielleicht, muss ich auch von alleine rauskriegen. Da experimentiere ich mal ein bisschen mit rum und dann zeige ich euch das. Okay. Ja, dann schaltet doch bitte nächstes Mal wieder ein. Ich habe mich noch nicht für feste Tage geeinigt. Verfolgt das mal ein bisschen bitte. Also die Folge kommt jetzt am Samstag raus. Die habe ich gerade Freitagabend aufgenommen. Und ich muss mal sowieso gucken, wie ich das mit meinem Kanal, mit den Release-Tagen von allen möglichen Spielen mache. Schaut doch mal bitte am Montag rein. Ach du Scheiße. Na, herzlichen Dank. Es ist nicht mal eine Wolke am Himmel. Oh Gott, ich bin total durchnässt. Ich hätte schon was bauen sollen. Vielleicht sterbe ich ja auch. Ich muss mal gucken. Wir werden sehen. Seid da mit dabei. Bis dann. Tschüss.